So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, und wir sitzen hier beim Hagebaumarkt, denn beim Hagebaumarkt ist auch immer so ein Imbiss oder halt, das ist ja eigentlich ein Bäcker, und da gab es so einen Currykiosk beim Bäcker und mittlerweile gibt es auch andere Sachen, nicht nur Currywurst, da gibt es auch Burger, da gibt es alles mögliche hin und her. Es ist aber eine Speisekarte da, die können wir mal zeigen hier. Das heißt nämlich Bistro Fresh and Tasty. Fresh and Tasty Wochenmenü. Frühstücksangebote ab 8 Uhr. Heute ist Montag. Bin ich nämlich gerade mit dem Muttertier hier. Die sitzt nämlich da. Fühlt sich unwohl, gell? Fühlst du dich unwohl? Ja, ein bisschen. Nee. Doch? Ich fühle mich ganz gut. Das Muttertier hat eine Würzfleisch mit Worcester-Soße jetzt. Und heute gibt es nämlich eigentlich am Montag pikanten Kartoffelauflauf mit kleinen Salat. Dienstag Bratwurst mit Blumenkohl und Kartoffeln. Mittwoch Kasselea, ne, mit Sauerkraut und Hefeklöss. Donnerstag Tortellini in Schinken-Sahnesoße mit Salat. Freitag hausgemachte Soljanga mit Brötchen. Samstag original aus dem Ruhrbord Currywurst mit Pommes. Ich bin aber schlau, ich nehme nämlich nichts von der Karte, ich nehme was, was hier nicht drauf steht. Hier gibt es nämlich auch Kebab Burger. Und weil ich ja so ein großer Burger-Fan bin, möchte ich natürlich auch mal den Kebab Burger probieren. Und den haben wir jetzt bestellt, das Muttertier fängt an. Und wenn der Kebab Burger da ist, dann zeigen wir euch mal, wie der aussieht und wie der schmeckt. So, 10 Sekunden später, der Kebab Burger ist schon da. Den wollen wir euch jetzt erstmal zeigen, wie der hier steht. Das ist der Kebab Burger. Sieht aus wie, sieht eigentlich aus wie ein Döner, oder? Ich meine, das ist hier so, so Pita-Brot vielleicht oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, was das für Brot ist. Ihr kennt euch aus, ihr schreibt es mal rein. Ich sehe, hier ist auch Kraut drauf, da ist auch hier so Kebab-Fleisch drauf. Hier ist eine orange Soße drauf. Ist schön angerichtet, sieht auf jeden Fall gut aus. Hier drin sehen wir Salat, das sehen wir Tomaten. Das sieht auch sehr fresh aus. Müssen wir es nur mal hinstellen. Ich habe trotzdem gedacht, das ist ein Burger, also dass es halt Burgerbrötchen ist. Und manchmal machen die ja auf einem Burger zusätzlich auch noch so Dönerfleisch, aber es ist ja eigentlich, eher ein Döner oder halt ein Kebab als ein Burger. Das für mich verwirrend, aber wir gucken einfach mal, wie es schmeckt. Ich stelle euch jetzt mal hier hin, einfach mal so. Jetzt muss ich mein Stäbchen wieder hier reinmachen. Das ist nämlich wichtig, sonst wäre die Kamera wieder runter. Ich esse damit nicht, die sind nur für die Kamera zur Stabilisierung, weil die immer zusammenfährt. Und dann mal gucken, wie ich mich am besten jetzt hier vollsauen kann. Dir schmeckt's? Mhm, danke. Schmeckt nach Würzfleisch, gell? Ja. Da beim Würzfleisch schmeckt eh immer gleich, da kannst du nichts anders machen. So, wir probieren mal kurz vom Fleisch am Rand. Was ein bisschen salzig ist oder salzig schmeckt und ein bisschen, naja, ein bisschen wärmer sein könnte, würde ich sagen. Es ist, sieht auf jeden Fall trotzdem ein bisschen klein aus für den Preis. Es sind, glaube ich, auf 6 Euro circa. Ihr wisst, überall steigen die Preise, wenn ihr einen Döner haben wollt oder so, von 4,50 auf 5,50. Beim Dönerlutz, der ist jetzt auch von 4,80 auf 5, ist trotzdem irgendwo noch immer mal der günstigste. Hier jetzt also 6 Euro für sozusagen auch einen Döner. Wir packen den auch jetzt einfach mal hier aus. Ach nee, den können wir gar nicht auspacken, sonst fällt hinten alles raus. Wir beißen einfach vorne rein, egal. Überall Soße, also mit Soße wurde nicht gegeizt. Da sitzt es auf jeden Fall warm. Das ganze Fleisch umschlingt den Mund. Die Soße verteilt sich überall im Gesicht. Das ganze Gemüse ist natürlich jetzt innen drin. Ihr habt erstmal wirklich das ganze Fleisch, was euch entgegenkommt. Und beißt einfach direkt nochmal rein. So, wir sind immer noch nicht beim Gemüse angekommen. Das heißt, wir beißen einfach direkt nochmal rein. Oder ich beiß mal am Rand hier ab. So, jetzt gibt es eine kleine Sauerei. Die Hälfte ist nämlich runtergefallen. Die andere Hälfte liegt hier überall verteilt auf dem Tisch. Wir sind jetzt aber mittlerweile auch beim Gemüse angekommen. Das Brot ist auf jeden Fall knusprig. Das Brot ist knusprig und auch warm. Wir beißen mal mehr hier hinten im Gemüse rum.
Ja, das Brot fällt jetzt leider ein bisschen sehr auseinander. Also immerzu fallen irgendwelche Stücken von dem Brot ab. Das zerteilt sich hier komplett. Da wäre es wieder gut, wenn es doch irgendwie ein bisschen weicher wäre, dass es zusammenpappt und haftet. Das ist auf jeden Fall eine Riesensauerei, aber das liegt wahrscheinlich an mir, weil ich einfach nicht essen kann. So sieht das Ganze dann aus, wenn man fertig ist. Hier in diesem schönen Papier war das drin. War ja super angerichtet alles. Und dann gab es auch extra noch Servietten dazu. Springen wir nochmal extra Servietten. Ne? Jetzt habe ich gemerkt, dass ich die extra Servietten auch extra noch gebraucht habe, weil die ganze Schnude voll war. So, wir kommen natürlich auch noch zum vernichtenden Urteil, damit man sieht, wie das Ganze von außen aussieht. Das ist also der Hagebaumarkt. Da ist auch der Brettersong drin entstanden mit dem ISWO. Und ich muss ehrlich sein, ich will euch ja nichts vormachen, wir waren schon mal hier, letztens irgendwie vor ein paar Wochen. Und da habe ich schon mal den Kebab Burger probiert, weil ich mich übelst gefreut habe auf den Burger. Habe dann gesehen, na gut, ist jetzt wie ein Döner, okay, probierst du mal. Ich habe damals gesagt, für mich war das der schlechteste Döner, den ich je gegessen habe. Ich weiß halt nicht, was das sein soll und vielleicht wissen sie es auch selber nicht so richtig, aber das Fleisch war halt beim letzten Mal schon irgendwie gleich direkt kalt, als das kam. Es war jetzt auch relativ kalt, sage ich mal. Es war so, das ist total so auseinandergefallen. Es war recht dünn. Du hast das Fleisch kaum gemerkt, auch wenn oben alles drauf war. Du beißt da rein und dir fehlt einfach der Geschmack. Dir fehlt einfach der Geschmack. Und normal Dönerfleisch muss richtig knallen, finde ich. Du musst richtig merken, oh geil, Gyros, Kebab, sonst was hin und her. Das Brötchen war zwar knusprig und warm, ist aber zerfallen in alle Richtungen, war dann trocken. Das Gemüse ist halt Gemüse, das war halt unten ein bisschen verstaut, aber so die ganze Kombination für den Preis und für die Größe fand ich halt leider nicht so toll. Da habe ich schon viel günstigere Döner gesehen, die viel größer waren und die viel wuchtiger waren und die handlicher waren, die besser geschmeckt haben. Und tut mir leid, ich habe es jetzt ein zweites Mal probiert, weil ich dachte, vielleicht war das halt nur mal ein Fehlgriff. Jetzt habe ich es das zweite Mal probiert. Es ist auch wieder so, für 5,95 Euro ist mir das einfach zu viel Preis für zu wenig Portion und zu wenig Geschmack. Und da, wenn man sich da auf einen Burger freut und dann das bekommt, dann weiß ich nicht. Alles sehr komisch. Aber wir haben schon so oft hier gegessen und wir haben schon so viele tolle Gerichte hier entdeckt. Und hier gab es auch richtig guten Salat. Also heißt ja nicht, dass es hier einfach nichts ist, sondern das ist halt gerade nichts für mich gewesen. Vielleicht schmeckt euch das ja mal. Wenn ihr hier seid, könnt das ja mal probieren und mal euer Feedback reinschreiben. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.